Bitte, Herr Minister. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Hohes Haus, die Grünen herzlich willkommen zurück in der Umweltpolitik. Es ist schon einigermaßen bezeichnend, muss ich sagen, wenn die Vorsitzende des Umweltausschusses bei diesem Punkt aus ihrem Ausschuss es nicht für wert befindet, hier im Hohen Haus anwesend zu sein, dann ist es schon Ausdruck des Interesses der Grünen gegenüber wichtigen Fragen, etwa im Bereich der Abfallwirtschaft. Das müssen Sie erklären, das müssen nicht wir erklären. Also sagen Sie, richten Sie der Vorsitzenden des Umweltausschusses aus, wir haben diesen Punkt dann schon behandelt. Ich möchte festhalten, dass wir ja eine sehr einvernehmliche, gute Debatte hatten im Umweltausschuss. Es geht um die Umsetzung der Richtlinie, so wie schon gesagt wurde, über die Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle im Bereich der Anlagensicherheit und Störfallvorsorge. Es geht um die Umsetzung der Richtlinie 2015/1127 zur Änderung des Anhangs 2 betreffend Abfälle. Es geht um die Energieeffizienzformel. Es geht um den Klimakorrekturfaktor. Also wirklich maßgebliche Themen, gerade im Bereich des Klimaschutzes. Abfallwirtschaft ist einer der Sektoren im Bereich des Klimaschutzes. Scheint offensichtlich den Grünen und der Vorsitzenden des Umweltausschusses nicht besonders wichtig zu sein, oder? Würde ich einmal sagen. Auch das Thema Abfallendeverordnung. Es geht um Kupferschrott. Es geht entsprechende Begleitregelungen. Wir reden über das Verbot der Gratisabgabe von Kunststofftragetaschen. Das ist ein ganz maßgebliches Thema. Wir schaffen hier eine Verordnungsermächtigung. Auch das ist scheinbar für die Grünen nicht besonders relevant. Und auch die Frage der wichtigen Regelungen zur Hintanhaltung illegaler Verbringungen ist offensichtlich auch nicht wirklich wichtig genug, dass die Vorsitzende des Umweltausschusses bei diesem maßgeblichen Punkt dabei ist. Und dennoch bedanke ich mich, dass immerhin eine deutliche Mehrheit im Ausschuss und hoffentlich auch hier dieser Regierungsvorlage zustimmt. Vielen Dank. Nun ist die ÖVP-Landwirtschaftsminister André Ruprechter.